Die Frau nimmt das Risiko auf sich und kommt irgendwie durch diese Masse an Leuten durch, weil das war ein Volksauflauf, wenn Jesus irgendwo war. Und genau das passiert auch hier und es ist eine wirklich schön beschriebene Szene. Wie Jesus plötzlich stehen bleibt, sich umschaut, die Leute fixiert und anguckt und plötzlich sagt er zu Petrus, ey, mich hat hier jemand angerührt. Ja, und Petrus, der war trocken, der hatte richtig Humor. Der schaut den Chef an und sagt, ja Herr, das ist ja nun wirklich ein selten doofer Satz. Ja? Die drücken und drängeln dich alle und du fragst, wer hat mich angerührt? Ja, also. Nee, 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 sagt Jesus. Du verstehst das nicht richtig. Da hat mich jemand angerührt. Leider kommt jetzt die Übersetzung im Deutschen bei Luther nicht wirklich gut raus. Das, was da im Grundtext, im Urtext steht, heißt, denn ich spürte, sagt Jesus, wie jemand mir Kraft entrissen hat. Auf Deutsch, das war keine normale Berührung. Wir kennen das, ja, wenn irgendwo irgendein berühmter Mensch ist und der hat so ein Bart in der Menge, dann tatschen ihn alle an, ja, oder man gibt so einer Persönlichkeit die Hand und dann wäscht man sich 3 Tage die Hand nicht. Ja, was man auch immer für komische Dinge macht. Jesus sagt, das war nicht so eine Fanberührung, sondern ich merke, da hat jemand was abgeholt. Wörtlich, der hat mir Kraft entrissen. Auf Deutsch, der hat nicht gewartet, bis ich loslasse, der hat selber geholt. Das ist hochspannend, das ist Glauben, stimmt's? Glauben, der nicht anklopft, sondern die Tür gleich eintritt. Das gefällt mir. Das sagt was über die Intensität der Herzenshaltung. Da war sich jemand hundertprozentig sicher, dass Jesus genau das hat, was er braucht. Und diese Person war sich so sicher, dass sie nicht lange gewartet hat. Sie kam einfach und hat geholt. Dass diese Art und Weise des Nehmens nicht so richtig klasse war, war der Frau auch klar. Und wir merken das auch an der Reaktion. Als Jesus nämlich fragt und sagt, Leute, wer war das, der mich angerührt hat, hat die sich erstmal in heiliges Schweigen gehüllt. Ja? So nach dem Motto, ja? Wir kennen das auch, oder? Unsere Kinder sind genauso, stimmt's? Ja? Wenn die irgendwas gemacht haben, was so an der Legalitätsgrenze war. Nicht richtig falsch, aber auch nicht besonders richtig. Ja? Und dann kommst du als Vater und sagst immer, hä, wer war's? So, ja, der Heilige Geist, was auch immer. Und Jesus sagt, nee, 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 komm noch mal näher. Und irgendwann meldet sie sich. Und Jesus sagt den Satz, der wieder wie ein Schlüssel ist. Er sagt, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Der Schlüssel zum Abholen und zum Nehmen ist immer Glaube. Glaube, der erkannt hat, wer Gott ist. Glaube, der erkannt hat, was Gott Gutes in Jesus für uns hat. Glaube, der bereit ist, das wirklich in sein Leben reinzuziehen und daraufhin zu handeln. Das ist Glaube. Und der nimmt. Und der empfängt. Eine liebe Dame, Frau Henneberg, kommt am Dienstagabend zu mir und sagt, die wollen mir meinen Führerschein wegnehmen. Ich sage zu ihr, Schwester Tilly, wieso wollen die denn deinen Führerschein wegnehmen? Ja, der Doktor hat meine Sehfähigkeit getestet und festgestellt, ich habe einen Star. Ja, ja, sagt sie, nicht so ein Vogel, sondern das ist da so ein Belach auf dem Auge. Die Frau ist über 80. Ja, sage ich, und was ist jetzt der Punkt? Ja, die haben gesagt, ich darf damit nicht mehr fahren. Dann kann ich aber auch nicht mehr zum Gottesdienst kommen, weil sie muss immer so zwischen 14 und 15 Kilometer hin und wieder zurück, um dann in ihr Dorf zu fahren. Ja, sage ich, und was sollen wir jetzt machen? Na, sagt sie, du betest und dann werde ich geheilt und dann fahre ich wieder Auto so einfach.
Du, ich kann dir sagen, wenn dich Leute angucken und die sind sowas von überzeugt in ihrem Herzen, da kommst du dir wirklich blöd vor. Und ich sage immer, Tilly, hast du nicht irgendwie noch im Dorf? Ich kann Auto fahren! Ja, ist schon gut. Also leg dich nicht mit Leuten an, Leute, das gefällt mir. Dann sag ich, gut, dann bete wir. Ja, sagt sie, habe ich ja gesagt. Haben wir gebetet, beide. Nach einer Weile habe ich nichts mehr von ihr gehört. Bisschen später, dienstags, weiß nicht, ob das der übernächste oder noch mal ein Dienstag weiter war, kommt sie wieder. Ich schaue sie an und sage zu ihr, was los? Hat dich einer heute gebracht? Wie gebracht? Na, ich war wieder da. Ja und? Na, weg ist doch klar. Leute, das hat mich so berührt, wo ich dachte, die hatte gar keinen Zweifel. Da gab es überhaupt nicht die Debatte, dass es nicht geht. Sie war sich hundertprozentig sicher, hör mal, ich bin Kind Gottes. Jesus ist der Chef. Ich stehe unter seiner Herrschaft, ich bitte ihn, er will, dass ich zum Gottesdienst gehe, ist doch überhaupt gar kein Thema, oder? Dann muss das Ding funktionieren. Und dann sagt der Pastor noch ein ordentliches Gebet und Amen und Fell. Manchmal wünschte ich mir, ich hätte mehr davon. Und sei ehrlich, wie oft geht dir das so? Und die Bibel sagt, in Hebräer 11, Vers 6, ohne Glauben ist es unmöglich, von Gott was zu empfangen. Sondern wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass Gott existiert und den, die ihn suchen, ein Belohner ist. So was belohnt Gott am liebsten? Glauben. Gott liebt es, wenn wir ihm glauben. Gott liebt es, wenn wir uns entscheiden und sagen, Gott, die Umstände sagen alle, dass es nicht geht. Die sogenannten Fachleute sagen, dass es nicht geht. Also soll ich dir was sagen? Die Fachleute, ja, die haben die Titanic gebaut und die Laien haben die Arche gebaut. Was von beiden hat besser gehalten? Ja? Also, wer sagt, was ein Fachmann ist oder nicht? Der entscheidende Punkt ist, du musst gucken, was sagt Gott zu dir und zu deiner Situation. Und wenn Gott auf deiner Seite ist und wenn du entdecken kannst, dass dieses Buch, das er geschrieben hat, die Bibel, dir eine Verheißung gibt, dass er was für dich tun will, dann sagt die Bibel, Himmel und Erde verändern sich. Aber es gibt eine Sache, die sich niemals verändert, und das ist Gottes Wort. Und im Psalm 107 steht Vers 20, Gott sandte sein Wort. Und was machte er dann? Dann machte er die Leute gesund. So, wenn du dieses Wort empfängst, vielleicht hast du, während du heute Abend zugehört hast, Glauben in deinem Herzen empfangen, dass Gott was in deine Situation hinein tun kann und will. Wenn du spürst, dass der Glaube in dein Herz hineingepflanzt wurde und du merkst, stimmt, das konnte ich greifen heute Abend, dass Gott was für mich in meine Situation hinein tun will. Was musst du dann machen? Sitzen bleiben, Kaffee trinken und nach Hause gehen. Das wäre denkbar falsch. Sondern die Bibel sagt, was musst du tun, wenn du Glauben empfangen hast? Dann sagt die Bibel, betet füreinander und miteinander, damit was passiert? Ihr gesund werdet. Glaube musst du in Bewegung setzen, mit Jesus verbinden, im Gebet abholen und es beginnt wie eine Saat in dir seine Auswirkung der Heilung zu haben. Das ist der Grund, warum wir hier sind heute Abend. Ja, einen netten Vortrag hättet ihr euch auch über CD anhören können. Der Punkt, den wir heute haben, ist, dass wir unser Glauben in Bewegung setzen wollen,
und von Gott abholen, was er für uns hat. Jetzt kommen die nächsten spannenden 5 Minuten. Ja, du kannst gerade dich auf deinem Stuhl schon mal in Startposition bringen und sagen, habe ich was gehört, habe ich was empfangen, hat Gott in mein Herz reingeredet, kann ich das packen? Und wenn du das packen kannst, dann lade ich dich gleich ein, hier nach vorne zu uns zu kommen und dich mit Leuten zu verbinden, die Jesus gut kennen, die beten können, die Glauben in ihrem Herzen haben und die mit dir zusammen glauben, dass Gott sein Wort, seine Verheißung, seine Zusage, seine Willigkeit, dir Gutes zu tun, dass er das in Bewegung setzt. Das macht Gottesdienst aus. Gott kommt, um uns zu dienen. Das ist klasse. Ja. Wollen wir aufstehen und beten, in Gottes Gegenwart gehen? Das ist das Schönste, was wir tun können an so einem Abend.